Es ist eine Art Klassentreffen in der Senkrechten oder gerne auch mal überhängend. Sonst sehen sie sich meist nur kurz auf der Hütte oder irgendwo in der Wand. Hier ist Zeit zum Austausch. Mittendrin einer, den man eher an den höchsten Bergen vermutet. Ralf Dulmowitz, der erste Deutsche, der auf allen 14 Achttausendern stand. Er hat seit einigen Jahren das Sportklettern für sich entdeckt. Wir sind als Kollegen unterwegs, wir haben Spaß miteinander, wir feuern uns gegenseitig an und man sammelt dann nebenbei auch noch Punkte. Und die Punkte werden dann addiert und das ist ein, finde ich, sehr schöner Modus über diese zwei Tage. Ob ich jetzt ins Finale komme oder nicht oder ganz hinten bin, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache Spaß mit den Kollegen, die ich über viele Jahre hin kennengelernt habe. Fürs Finale hat es dann tatsächlich nicht gereicht, aber egal. Dulmowitz ist einer von rund 700 Bergführern in Deutschland. Wir merken natürlich, dass der Boom in die Berge ganz klar für uns auch einige Vorteile bringt. Wer momentan als Bergführer Arbeit sucht oder keine hätte, der macht irgendwas massiv falsch. Aber es gibt einfachere Berufe, wo man mehr Geld machen kann. Aber das ist eigentlich auch kein normaler Job. Das ist die Berufung, das ist die Leidenschaft, die es ausmacht. Und dafür leben wir einfach. Wobei die allermeisten den Job nur im Nebenberuf ausüben und durchaus auch die Schattenseiten des Bergbooms derzeit kennenlernen. Der Run auf die Berge, der ist im vollen Gange, hat auch durchaus negative Auswirkungen, weil zum Beispiel die Hütten alle bombvoll sind und ohne Reservierung kommt man überhaupt nicht mehr in die Hütten rein. Das Mehrwert ist für uns aus meiner Sicht nicht schlecht. Wir müssen ein bisschen mehr schauen, wo wir hingehen, aber wir können immer noch viel besser differenzieren, wo wir hingehen. Und wir können immer noch ganz andere Sachen machen, zumindest mit derselben Sicherheit. Ich glaube, man könnte es so umschreiben, dass der heutige Gast, der einen Bergführer haben möchte, gell, der möchte auch diese soziale Komponente haben. Der möchte jetzt nicht nur wissen, wo es rauf geht, was für Tour, wie schwer und Hauptsache gemacht, sondern dem geht es auch um das eigentliche Erlebnis. Gell. Das Klettern in der Halle ist die große Ausnahme. Sonst sind sie, wie sie selbst sagen, als moderne Freizeitmanager in den Bergen dieser Welt beschäftigt. Und wer es mal ausprobieren will, rund 350 Euro muss man pro Tag rechnen, um mit einem dieser Könner unterwegs zu sein.